Zweimal verhaftet, schlechte Drehbücher geschrieben und in unbedeutenden Filmen mitgespielt. Das ist der Grund, warum Vince Vaughn aus dem Rampenlicht verschwunden ist. Auf dem Höhepunkt seines Ruhms war Vaughn ein beliebter Hauptdarsteller. Nach seinem Durchbruch in kleinen Filmen wie Doug Lima's Swingers und großen Filmen wie Steven Spielbergs Vergessene Welt Jurassic Park ging es mit Vaughns Karriere etwas bergab. Der Film Clay Pigeons wurde von kaum jemandem gesehen. Und The Cell und Tödliches Vertrauen waren Flops, die mehr durch ihre Turbulenzen hinter den Kulissen als durch ihre Erfolge an den Kinokassen auffielen. Auch der Jon Favreau Reunion-Streifen Mate konnte kaum etwas bewegen. Um die Jahrhundertwende, als der Misserfolg seiner Psychoarbeit als Norman Bates noch immer nachwirkte, vollzog Vaughn einen klugen Schwenk. Er begann sein komödiantisches Potenzial in Filmen wie Zoolander und Anchorman unter Beweis zu stellen. Dann kam er mit Hauptrollen in den Erfolgskomödien Voll auf die Nüsse, Old School und Die Hochzeitscrasher wieder in Schwung. Als eine Romanze mit Jennifer Aniston die Schlagzeilen beherrschte, schien sein Ruhm mit dem Film Trennung mit Hindernissen von 2006 seinen Höhepunkt zu erreichen. Der Hit von Vaughn und Aniston eröffnete auf Platz 1 und spielte über 100 Millionen Dollar ein. You just said that you want me to help you do the dishes. I want you to want to do the dishes. Why would I want to do dishes? Ungefähr zu dieser Zeit begann Vaughns Neigung, schlechte Drehbücher auszuwählen, ihn wieder einzuholen. Von Be Cool bis All Inclusive, von Die Gebrüder Weihnachtsmann bis Dickste Freunde, von The Watch bis Der Lieferheld. Unverhofft kommt oft. Viele dieser Filme brachten Vaughn mit sympathischen Freunden zusammen. Diese Filme gehörten jedoch zufällig zu den schlechtesten, in denen sie in den letzten Jahrzehnten mitgewirkt haben. Elizabeth Banks, deren Karriere in den letzten Jahren steil nach oben ging, kann ihre Verachtung für Die Gebrüder Weihnachtsmann kaum verbergen und sagte in der The Graham Norton Show: Ich wurde für die Rolle einer Elfe mit großen Brüsten gecastet und dachte mir, während ich mir um 5 Uhr morgens Polster in den BH stopfte, vielleicht habe ich ja mehr zu bieten. Zwischen 2006 und 2016 wurde fast alles, was Vaughn anfasste, von Kritikern und Publikum gleichermaßen verrissen. Die Ausnahmen waren in der Regel kleinere Werke, wie eine Nebenrolle in Into the Wild oder seine Cameos in der Anchorman-Serie. Etwa ein Jahrzehnt lang war Vince Vaughn leider der Typ, von dem seine Figur in Swingers sagte, dass man nicht so sein will. I don't want you to be the guy in the PG-13-Movie. Everyone's really hoping makes it happen. Ein Rückblick auf das Jahr 2014. Es scheint, als stünden die Fans der Popkultur kurz vor einer Vaughn-Renaissance. Die erste Staffel von HBO's True Detective war ein riesiger, unterhaltsamer Erfolg und brachte Matthew McConaughey und Woody Harrelson Emmy-Nominierungen ein. Alexandra Daddario wurde zum Star und Nick Pizzolatos und Cary Fukunagas Talente hinter der Kamera wurden bekannt. Als eine vielversprechende zweite Staffel mit einer düsteren neuen Geschichte mit Vaughn und Colin Farrell und Rachel McAdams angekündigt wurde, schien es, als wäre es ein unverzichtbarer Triumph, den man unbedingt sehen muss. Leider stieß die Staffel auf eine bestenfalls gemischte Resonanz, die die Serie fast zum Erliegen brachte, bis die gut bewertete Staffel 3 sie für eine baldige Staffel 4 zurückbrachte. Es erübrigt sich zu sagen, dass Vaughns Gangster nicht das Comeback brachte, das einige erwartet hatten. Er kehrte jedoch ins Fernsehen zurück, wo er seitdem als Nebenfigur in Lass es Larry und als Stimme in F is for Family zu sehen ist und demnächst in der kommenden Apple TV Plus Serie Bad Monkey mitspielen wird. Während des größten Teils seiner Karriere war Vaughn vor allem als Komödiendarsteller bekannt. Aber als seine Komödien in den späten 2000ern und frühen 2010er Jahren immer weniger einbrachten, reagierte er darauf, indem er sich in dunklen Filmen versuchte. Einige dieser Versuche waren zwar wenig überzeugend, wie seine Rolle in True Detective, aber Vaughns zwei vielversprechendste Rollen der letzten Zeit stammen vom selben Filmemacher. Drehbuchautor und Regisseur S. Craig Zahler besetzte Vaughn in Brawl in Cellblock 99 von 2017 gegen seinen Typus als meth-dealenden Gefängnisinsassen, der zu einem Attentat gezwungen wird. Er kehrte zur Zusammenarbeit mit Zahler zurück, um 2018 in Dragged Across Concrete an der Seite von Mel Gibson einen skandalisierten Polizisten zu spielen. Insgesamt boten die Zahler-Filme Vaughn komplexere Charaktere, als er sie seit langem gesehen hatte. Keiner der beiden Filme war ein hochkommerzieller Mainstream-Blockbuster. Concrete hatte ein Budget von etwa 15 Millionen Dollar und spielte an den Kinokassen kaum eine halbe Million Dollar ein. Aber Vaughn beeindruckte das Publikum im Vorfeld der Dreharbeiten mit bedeutenden körperlichen Verwandlungen und sportlichen Leistungen. In Cellblock 99 trägt er ein riesiges Kreuz-Tattoo auf seinem rasierten Hinterkopf und hat sich mit einem Fitness- und Boxprogramm auf die Rolle vorbereitet. Vaughn sagt über sein Mindset zu dieser Zeit: Mein Denken hat sich irgendwie verändert. Ich begann zu denken, dass ich andere Dinge tun wollte. Can you give me some sort of guarantee? Certainly. Zahler erklärte, warum er den einstigen Comedy-Star mit neuen Augen anschaute. Vince hat eine natürlich beeindruckende Präsenz. Ich sehe ihn eine Menge komödiantischer Dinge tun. Und mir wird gesagt, er sei das eine. Aber wenn ich ihn auf der Straße sehe, würde ich nicht denken, dass er das ist.
Als Vaughns Ansehen in Hollywood wuchs, begann er klugerweise auch hinter der Kamera zu arbeiten. Einige dieser Filme wurden von Vaughn zusammen mit Freunden wie Jon Favreau und Peter Billingsley produziert. Aber als seine Hauptrollen im Studio immer weniger wurden, konzentrierte er sich mehr auf die Produktion von Projekten, bei denen er in vielen Fällen nicht einmal vor der Kamera zu sehen war. Zu Vaughns Produktionsbemühungen gehören so unterschiedliche Produktionen wie die von Glenn Beck unterstützte Reality-Serie Pursuit of the Truth, die Sitcom Sullivan and Son und die Talkserie Fearless with Tim Ferriss. Vaughn, ein ausgesprochener Sportfan, hat dieses Interesse in die Produktion der TV-Serie Undeniable with John Buck und einer Folge von 30 for 30 über seine geliebten 85er Bears einfließen lassen. Im Jahr 2012 produzierte Vaughn seinen ersten Dokumentarfilm mit dem Netflix-Original Art of Conflict, bei dem seine Schwester Valerie Regie führte. Vince ist der Erzähler des Films, in dem es um Wandmalereien in Nordirland geht und darum, wie sie über Generationen hinweg die Gewalt in der Region widerspiegeln. Durch die Wild West Picture Show Productions, die er zusammen mit seiner Schwester Victoria Vaughn und Peter Billingsley betreibt, hat er auch eine Vorliebe für Weihnachtsfilme gezeigt. Neben Mein Schatz, unsere Familie und ich produzierte Wild West 2022 die Hallmark-Parodie Christmas with the Campbells sowie A Christmas Story Christmas, in dem Billingsley die lang erwartete Rückkehr in die Rolle des Ralphie Parker spielt. Vaughn bekennt sich seit langem zur Stand-Up-Comedy, was er erstmals in dem Kinofilm Vince Vaughns Wild West Comedy Show bewies, einem Dokumentarfilm, der eine 30-tägige Tournee mit von ihm ausgewählten Komikern zeigt. Der 2017 auf Netflix erschienene Film Brad Paisleys Comedy Rodeo und der 2020 erschienene Jimmy O. Yang Erzählerfilm The Opening Act wurde ebenfalls von Vaughn produziert. Nachdem er sich als Schauspieler etabliert hatte, begann Vaughn sich als Drehbuchautor zu versuchen. Es begann mit einem einfachen Story-Kredit für Trennung mit Hindernissen, wurde aber mit einem Drehbuchkredit für Praktikum und Autoren-Credits für All-Inclusive und Christmas with the Campbells erweitert. Bei All-Inclusive war Vaughn neben Jon Favreau Co-Autor des Drehbuchs. Im Anschluss schrieb Vaughn gemeinsam mit Jon Favreau das Drehbuch zu Praktikum, einem mit Spannung erwarteten Wiedersehen von Vaughn und seinem Die Hochzeitscrasher-Coaster Owen Wilson. Der Film erwies sich jedoch als weitaus weniger erfolgreich und war ein Flop, den viele im Vergleich zu ihrer letzten Zusammenarbeit als schwach empfanden. Vaughn stimmte dem sogar zu und sagte in einem Interview 2015, Crasher ist eine Situationskomödie für Erwachsene. Ich denke, dass der Film gut gelaufen ist, weil er wirklich einfängt, wie Männer reden. Es ist eine Art Erleichterung für die Leute, wenn deine Figuren Dinge sagen, die die Leute denken, sich aber nicht trauen, sie zu sagen. Vaughn machte dann die Einmischung des Studios dafür verantwortlich, dass das, was eigentlich ein viel schlüpfrigerer Film werden sollte, entschärft wurde. Praktikum sollte eine Komödie mit Altersfreigabe sein. Kurz bevor wir mit den Dreharbeiten begannen, sagte das Studio, sie wollen den Film ab 13 Jahren freigeben. Ich sagte, wir würden beides machen und dann die Entscheidung treffen. Aber der Zug war abgefahren und ich fand mich in einem Film wieder, der ab 13 Jahren freigegeben war, was nicht meine ursprüngliche Absicht war. Just get off my back! Vaughn hat sich mit anderen Dingen beschäftigt, darunter seine Wohltätigkeitsarbeit, professionelles Pokern und sein eigener Podcast. Im Laufe der Jahre spendete er für eine Reihe von Wohltätigkeitsorganisationen, von denen viele mit dem Militär verbunden sind. Darunter Army Emergency Relief, Declare Yourself, der Wohlfilmen Fund und Jumpstart. Außerdem fungierte er als Sprecher, Redner oder Ehrengast für zahlreiche andere Wohltätigkeitsorganisationen. Das John Wayne Cancer Institute ehrte Vaughn 2017 mit dem True Grit Humanitarian Award. Zudem trat er bei Benefizveranstaltungen für den Motion Picture und Television Fund und Tony Bennett Stiftung Exploring the Arts auf. 2016 spielte er sogar Poker bei der Veranstaltung Four Kings and an Ace, die von der World Poker Tour zugunsten von Mending Kids International ausgerichtet wurde. Wenn er nicht für wohltätige Zwecke pokert, ist Vaughn dafür bekannt, dass er das Spiel als Freizeitbeschäftigung betreibt. Im Jahr 2021 nahm Vaughn jedoch professionell an der jährlichen World Series of Poker teil. Im Jahr 2022 nahm Vaughn an einer Serie von 3 im Fernsehen übertragenen Pokerspielen teil, bei denen er gegen Weltmeister antrat. Es war also eine Überraschung, als Vaughn eines seiner 3 Spiele gewinnen konnte. In den letzten Jahren gründete Vaughn zusammen mit Ryan Khalil und Greg Olsen, beides ehemalige NFL-Football-Profis, sein eigenes Podcast-Netzwerk und Produktionsunternehmen namens Audiorama. Vaughn verfügt zwar nicht über die professionelle Sporterfahrung seiner Mitgründer, hat aber den Ruf, einer der sportbegeistertsten Prominenten Hollywoods zu sein, was sich in mehreren Audiorama-Projekten widerspiegelt. Im Juni 2018 wurde Vaughn in Manhattan Beach, Kalifornien verhaftet, mit Fahndungsfoto und allem drum und dran. Er wurde bei einer Alkoholkontrolle angehalten, bei der er sich zunächst weigerte, sein Fahrzeug zu verlassen. Er fiel dann sowohl bei einem Nüchternheitstest als auch bei einem Blutalkoholtest durch und wurde wegen rücksichtslosen Fahrens, Fahrens unter Alkoholeinfluss und Weigerung der Polizei Folge zu leisten angeklagt. Alle 3 Anklagen sind als Ordnungswidrigkeiten eingestuft.
Im Mai 2019 hatte Vaughn seine Gerichtsanhörung zu den drei Anklagepunkten. Er bekannte sich zu keiner Anklage und wurde zu 3 Jahren unbeaufsichtigter Bewährung verurteilt. Außerdem wurde er verpflichtet, einen 3-monatigen Alkoholaufklärungskurs zu absolvieren. Die Verhaftung und die Verurteilung scheinen sich nicht auf seine Karriere ausgewirkt zu haben. Denn Vaughn hat während seiner Bewährungszeit weitergearbeitet. Es war jedoch nicht das erste Mal, dass Vaughn verhaftet wurde. Im Jahr 2001 wurde Vaughn nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit 2 Einheimischen vor einer Bar in Wilmington, North Carolina, mit Pfefferspray besprüht und festgenommen. Vaughn war in der Stadt, um den Film Tödliches Vertrauen zu drehen. Und sein Co-Star Steve Buscemi war ebenfalls in die Schlägerei verwickelt. Buscemi wurde mehrfach gestochen und in die Notaufnahme gebracht, während Vaughn und die anderen Männer verhaftet wurden. Vince Vaughn sah sich bei einigen Gelegenheiten wegen seiner vermeintlichen politischen Neigung mit erheblichen öffentlichen Reaktionen konfrontiert. In einem britischen GQ-Interview sagte Vaughn: "Ich bin dafür, dass man in der Öffentlichkeit eine Waffe tragen darf, nicht nur zu Hause. Wir haben nicht das Recht, Waffen zu tragen, weil es Einbrecher gibt. Wir haben das Recht, Waffen zu tragen, um uns gegen die Übermacht einer korrupten und missbräuchlichen Regierung zu wehren. Das ist derselbe Grund, warum wir die Redefreiheit haben." In Bezug auf die Frage, ob Waffen in Schulen erlaubt sein sollten, fügte er hinzu: "Natürlich. Glauben Sie, die Politiker, die mein Land und ihr Land regieren, haben keine Waffen in den Schulen, in die ihre Kinder gehen? Das tun sie." Ein weiterer Moment, der Vaughn zu einem Blitzableiter für politische Kontroversen machte, war, als er bei einem Footballspiel 2020 aufgezeichnet wurde, wie er Donald Trump die Hand schüttelte und sich herzlich mit ihm unterhielt. In einem Gespräch mit der LA Times verteidigte Vaughn später im Jahr diesen Moment mit den Worten: "In meiner Karriere habe ich eine Menge Politiker getroffen, zu denen ich immer herzlich war. Ich habe Nancy Pelosi getroffen und war auch zu ihr herzlich. Es war das einzige Mal, dass ich Trump getroffen habe. Wir haben uns gegrüßt. Er war sehr sympathisch. Ich bin nicht auf die Politik eingegangen." Vaughn sagte 2020 laut der Los Angeles Times: "Ich habe keine Partei, die ich unterstütze und befürworte. Tatsächlich ist es für mich manchmal schwierig, einen Kandidaten zu finden, mit dem man das Gefühl hat, dass er philosophisch konsistent ist und nicht nur mit demjenigen mitgeht, der seine jeweilige Partei finanziert. Mehr will ich an dieser Stelle nicht verraten."